Beers Homes steht für eine hohe Sanierungsqualität der Wohnungen und eben auch für das exklusive und moderne Homestaging. Damit heben wir uns definitiv von anderen Immobilienfirmen ab. Wir arbeiten nicht mit externen Baufirmen zusammen, weil wir eben selber eine exklusive Sanierung sicherstellen wollen. Wir wollen wissen, was in den Wohnungen genau passiert, und mit einem hausinternen Team können wir das auch wirklich genau kontrollieren und das sicherstellen. Meine erste Wohnung habe ich saniert mit Freunden und Bekannten. Also ich habe eben einen Elektriker gekannt, ich habe einen Installateur gekannt, eben einzelne Gewerke. Und so haben wir die erste Wohnung saniert und muss auch sagen, sie ist auch wirklich gut und schön geworden. Sonst habe ich mich einfach selbst weitergebildet in der Immobilienbranche und habe mich viel ausgetauscht und tausche mich nach wie vor viel aus mit Leuten, die in der Immobilienbranche tätig sind, weil ich persönlich finde, dass Erfahrung von anderen Menschen viel wertvoller ist, als wenn ich hinter der Lehrbank sitze. Das Transaktionsvolumen für die 50 Wohnungen liegt bei über 35 Millionen Euro in den letzten 4 Jahren. In den nächsten 4 Jahren würden wir gerne das Transaktionsvolumen verdoppeln, indem wir die SOPs noch weiter verfeinern und ausbauen. Ich bin über die Jahre mit der Verantwortung mitgewachsen. Ich hatte am Anfang auch wirklich großen Respekt davor, eben Mitarbeiter einzustellen, weil es einfach auch eine wirklich große Verantwortung ist. Und man sieht einfach auch dann die kleinen oder größeren Erfolge, die einfach in der Firma passieren. Ja. Da wächst man dann gerne weiter mit. Mhm. Also es macht viel Freude. Die kleinen Erfolge sind auf jeden Fall jedes Mal, wenn sich eine Wohnung verkauft. Also freut sich jeder von uns. Und die großen Erfolge ergeben sich dann über die Jahre. Also wenn wir dann mehrere Wohnungen verkauft haben, können wir wieder neue Projekte zu kaufen. Wenn wir eine Wohnung kaufen, setzen wir immer 20% Eigenkapital ein, entweder selbst von der Firma oder wir arbeiten mit Investoren zusammen. Das Projektvolumen beträgt immer zwischen 250.000 und 450.000 Euro und das Eigenkapital liegt im Schnitt immer unter 100.000 Euro. Wir arbeiten mit großen namhaften Banken, also auch mit großen Unternehmern zusammen. Es ist projektbezogen, das Investment, also ein Wohnungsprojekt. Wir machen es oft in Paketen, also ab 5 Wohnungen arbeiten wir mit einem Investor zusammen. Im Gegensatz zu anderen Immobilienfirmen spüren wir die Inflation nicht so stark, weil wir auch im Materialeinkauf mit der Baufirma sehr gute Kontakte haben. Also wir kaufen ja Bestand und renovieren die Wohnungen. Aber jemand, der jetzt von 100% neu baut, spürt es natürlich viel mehr. Der Immobilienmarkt ist sehr umstritten, aber wir haben doch auch unseren eigenen USP, weil wir eben Bestand sanieren mit unserer eigenen Baufirma, wirklich eine sehr hohe Sanierungsqualität haben und auch eben noch mit dem modernen Homestaging, was einfach nach wie vor viele nicht machen. Also wir machen 50-80% Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital in 12 Monaten. Wir haben aber auch schon Wohnungen gemacht, wo wir weit über 100% Gewinn gemacht haben. Wir haben eine Range bis wie viel wir es kaufen. Also wir kaufen nicht mehr als 3.900 Quadratmeter, weil wir haben ja trotzdem noch 14% Nebenkosten, Sanierungskosten. Und somit können wir ungefähr auch schon den Gewinn voraussagen. Es gibt aber manchmal auch so Lucky Punches, wo einfach die Wohnung so begehrt ist und einfach auch manchmal zum Beispiel mehr geboten wird oder sich einfach die Wohnung als noch schöner ergibt, als wir es gedacht hatten. Oder auch zum Beispiel während Corona sind die Preise so rasant gestiegen, womit wir selber nicht gerechnet hatten. Da konnten wir auch mit manchen Wohnungen einfach viel mehr Gewinn erzielen, als wir es gedacht hätten. Wir wollen die Immobilienwelt prägen, indem wir auch das bewusstere Denken einsetzen, vor allem bezogen auch auf den Klimawandel und auch auf Recycling. Ich bin einfach auch oft der Meinung, Sachen, die schön sind, muss man nicht kaputt machen, gleich wieder komplett neu errichten. Und auch Klimawandel bezogen. Wir möchten einfach Materialien bewusst kaufen, bewusst einsetzen, nichts verschwenden. Und weil einfach auch es in der Stadt immer heißer wird, bewusst vorausdenken, wie können wir jetzt schon daran denken, die Wohnungen zu kühlen.